Mischgemüse, Mischgemüse. Goethe Platz, Alter, ey. Auf dem Gelände zwischen Goethe und Hebelstraße richtet der im Jahr 1900 gegründete Lawn Tennis Club, Lawn ist gleich Rasen, seine Spielstätten ein. Fortan können Angehörige der wohlhabenden Familien, die zu einem großen Teil gerade dabei sind, aus den Quadraten in die neue vornehme Oststadt überzusiedeln, auf hier später 16 Plätzen, den in England so beliebten Extreme-Sportplatz gehen. Im Rahmen des im Herbst 2014 anlaufenden Bunkerbauprogramms wird unter dem Goethe-Platz ein für die Innenstadt typischer Tiefbunker angelegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg bleibt kurz als Studentenwohnheim den Nutzer unterirdischer Anlage erhalten. Zwischen 1954 und 1954 wird auf der Insel so zentral die verkehrsgünstig. Hier liegen Platz am Friedrichsring. Das neue Nationaltheater errichtet. Der historische Bau in B3 war 1943 den Bomben zum Opfer gefallen. Zu den Kosten für den Neubau trägt die Mannheimer Bürgerschaft mit großer Spendenbereitschaft bei. Erster Bürgermeister Jakob Trumpfteller kauft Lose für die Tombola zugunsten des Nationaltheaters am Goetheplatz.